So, heute möchte ich mal einen echten Klassiker des franko-belgischen Abenteuercomics vorstellen, Andy Morgan. Viele ältere Comic-Freunde, die in den 70ern und frühen 80ern Kinder waren, bekommen leuchtende Augen, wenn sie an diese Serie zurückdenken, die damals in Deutschland im legendären Zack-Magazin natürlich veröffentlicht wurde. Vor ein paar Jahren hat der Carlsen Verlag eine neue, sehr schöne, wie ich finde, Gesamtausgabe dieser Serie in insgesamt 5 Bänden vorgelegt, mit einem immer sehr schönen Dossier am Anfang, geschrieben und zusammengestellt von dem bekannten Comic-Experten Volker Hamann. Da gibt es immer viele interessante Informationen über die Entstehungsgeschichte, über die Zusammenarbeit vom Zeichner Hermann, den man in Deutschland irgendwie immer Hermann nennt. Er hat allerdings auch deutsche Eltern, glaube ich. Und natürlich dem Autor Greg. Dann hier auch immer so noch Titelbilder der Originalveröffentlichung damals im Tete-Magazin. Ja, der erste Band fängt an mit den frühen Kurzgeschichten. Die sind eigentlich noch so Durchschnittsware, wirklich. Hermann war damals ja noch ganz am Anfang seiner Karriere als Zeichner. Das wirkt alles noch etwas ungelenk und die Geschichten sind so kurze Krimi-Plots, die auch wirklich gar nichts Besonderes sind. Interessant wird's dann bei der ersten längeren Geschichte, wo dann nämlich auch eigentlich ja das Konzept der Serie komplett geändert wird. Denn in der letzten Kurzgeschichte erbt der Interpol-Agent Andy Morgan eine Yacht und gibt seinen Beamtenjob bei der Polizei auf, um fortan Frachtanträge aufzunehmen und in aller Welt dann unterwegs zu sein. Dafür heuert er dann noch so einen alten, etwas kauzigen Seebären an, den Barney Jordan. Ja, zeichnerisch ist das auch noch nicht so toll, die erste halblange Geschichte, obwohl es hier schon einige ganz nette so Splash-Panels, größere Bilder gibt. Hermann macht dann aber tatsächlich, ich finde, eine ziemlich rasante zeichnerische Entwicklung durch im Laufe dieser 3 Alben, die hier im ersten Band der Gesamtausgabe abgedruckt sind. Die erste Geschichte auch noch so eine recht stereotype Abenteuergeschichte. Die zweite Geschichte wird schon besser, auch zeichnerisch. General Satan führt uns dann nach Asien. Das ist natürlich sowieso super, dass dieses Serienkonzept ermöglicht, in jeder Geschichte ein komplett neues Setting, immer irgendwo auf einem anderen Kontinent unterzubringen. Ja, hier, wie man sieht, zeichnerisch wird es wirklich schon viel besser, viel detaillierter. Die zweite Geschichte hat mir dann auch schon ganz gut gefallen, mit einer starken, interessanten oder auch ambivalenten Frauenfigur auch, die nicht so ganz dem Klischee der 60er Jahre Abenteuergeschichten entspricht. Dann die erste Geschichte, die Albenlänge hat, hier die Rebellen von Coronado. Sehr schön natürlich auch immer hier die verschiedenen Titelbilder, die am Anfang jedes Albums dann hier nochmal versammelt sind. Da kann man schön vergleichen dann zum Beispiel, welche Änderungen hat da damals Carlsen Comics vorgenommen im Vergleich zu den französischen Originalalben, als die Serie dann ja in den frühen 90er Jahren schon mal in Einzelalben bei Carlsen erschienen ist. Das ist jetzt hier schon eine Geschichte, die ein bisschen politisch angehauchter ist. Da geht es so ein bisschen um den Klassenkampf in Lateinamerika. Wird also auch inhaltlich schon komplexer. Sehr schön ist hier, habe ich es schon verpasst? Ne, hier ist es.
Dieses große Panel, wo so sehr schön der Hermann den Gegensatz darstellt, die zwei Welten, die aufeinandertreffen, die glitzernde, luxuriöse Großstadt und dann die enteigneten Bauern, die hier aus ihrer armen Welt als Rebellen in die Stadt einreiten, um für ihr Recht zu kämpfen, dem dann gegenübergestellt hier dieser Ball der Großgrundbesitzer und wo dann die Politiker und so weiter alle vertreten sind und da reiten die Rebellen dann mit ihren Gewehren in die Stadt ein. Und dann schon ein früher Höhepunkt, wie ich finde, der Serie hier diese Geschichte an den Grenzen der Hölle. Wie gesagt, zeichnerisch wird's immer besser. Hier dann schon sehr schön, wie er hier mit so Schwarz-Weiß-Effekten arbeitet und dann im stürmischen Regen nur ganz wenige Farbschimmer überhaupt noch durchscheinen. Oder hier auch so ein sehr gelungenes großes Panel. Ja, die großen Panels werden dann sowieso immer mehr zu so einem Stilmittel, das der gute Hermann benutzt. Der beste Band der Gesamtausgabe wahrscheinlich, der dritte, wo ja dann wirklich das Team Hermann und Greg dann schon sehr gut eingespielt ist. Greg sowieso eigentlich ein, wie ich jetzt festgestellt habe, doch unterschätzter belgischer, ja, so klassischer Autor eigentlich, der viele Serien ja geschrieben hat, die man heute noch so kennt. Ja, hier auch Originalauszüge aus dem alten Zack-Magazin der 70er Jahre. Wie entsteht ein Comic von der Skizze bis zur kolorierten Fassung anhand von Hermanns Arbeit wird das hier vorgestellt. Das ist dann hier schon der Band, der früher irgendwie hieß, durch die Flammenhölle von. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Der hat nämlich inzwischen so einen neuen Namen bekommen. Durch die Flammenhölle von Karanoa hieß es damals in der Zack-Box und im Carlsen Softcover-Album. Jetzt allerdings, ja, originalgetreuer zum französischen Originaltitel übersetzt, der Glutofen der Verdammten. Ich fand das mit der Flammenhölle eigentlich schöner, muss ich sagen. Sehr spannende Geschichte, wo dann wirklich nur noch der Kampf gegen die Natur im Mittelpunkt steht und gar kein menschlicher Bösewicht irgendwie als Antagonist mehr bemüht werden muss, wie überhaupt die Naturgewalten, Stürme, Vulkanausbrüche, Feuersbrünste, ab und zu auch mal wilde Tiere immer die Hauptgefahren darstellen für Andy und seine Gefährten. Ja, dann, das gibt es hier noch ein paar sehr schöne Alben. Also das ist wie gesagt eigentlich so, wo Hermann dann zumindest was die Andy Morgan Serie angeht, dann schon zeichnerisch sehr starke Fortschritte gemacht hat. Persönlich finde ich seinen etwas späteren Zeichenstil, den er dann bei der Western Serie Comanche oder Comanche sagen irgendwie die Deutschen immer, oder auch bei den frühen Alben von Jeremiah dann angewendet hatte, finde ich persönlich ein bisschen besser sogar noch. Aber da gehen die Meinungen sicherlich auch je nach subjektivem Geschmack auseinander. Inhaltlich habe ich so ein bisschen immer Probleme gehabt mit dem Konzept von Andy Morgan. Erstens, weil ich, ja, weil Abenteuer jetzt nicht so mein klassisches Lieblingsgenre ist. Da mag ich dann Western oder Science Fiction
Geschichten einfach lieber. Zum anderen merkt man natürlich schon, dass das eine Serie war, die so klassisch für ein jugendliches Publikum konzipiert war, wo die Helden auch in größter Gefahr immer noch einen lockeren Spruch auf den Lippen haben, fast so wie man es, ja, hier noch, übrigens noch so halb jugendfrei nur noch, fast wie man es aus alten so Buddy-Movies kennt, ne, mit Bud Spencer und Terence Hill oder so. Das finde ich immer etwas bemüht, anstrengend. Und dieses Abenteuerkonzept, naja, ich verstehe auch nicht ganz, warum diese beiden erwachsenen Abenteurer und Weltenbummler dann immer noch den halbwüchsigen indischen Jungen Ali dabei haben, der irgendwie so ein Pflegekind von Andy Morgan ist. Finde ich immer so ein bisschen seltsam, was dieser Junge da soll. Natürlich klar, als Identifikationsfigur für die Leserschaft damals konzipiert, aber ich glaube, kein Jugendamt der Welt würde so zwei alten, alleinstehenden Abenteurern, die mit ihrer Yacht in der Weltgeschichte unterwegs sind, so ein Pflegekind anvertrauen. Hella von Sinnen hat da zu dieser Figurenkonstellation ja eine andere Meinung, zu der ich mich jetzt aber mal nicht äußern möchte. Also Sex spielt jedenfalls im Allgemeinen keine Rolle in den Abenteuern von Andy Morgan. Zwei alte Junggesellen mit ihrem halbwüchsigen Pflegesohn. Hier dann noch ein kurzes Nachwort oder so eine Art Interpretation von Lutz Göllner, den man auch kennt als Comic-Journalist. Und in Schwarz-Weiß kommt natürlich die Kunst von Hermann auch sehr schön zur Geltung. Also insgesamt ja, 30 Euro für vier Alben hier mit, wie gesagt, sehr schönem redaktionellen Zusatzmaterial noch. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man sich mal so eine klassische, gut gemachte franco-belgische Abenteuerserie nochmal zu Gemüte führen möchte.